Hallo alle und willkommen zurück zum CTWW. Ja, lang ist's her. CTWW zum einen und zum anderen, dass ein Video kam. Was so ein bisschen daran lag, dass ich Grippe hatte. Vielleicht hört man das auch noch ein bisschen, dass ich noch nicht hundertprozentig genesen bin, aber oh, einigermaßen. Okay, dann schwimme ich jetzt einfach mal vor. Ist vielleicht nicht die beste Idee auf der Strecke, hier auf 1 zu fahren, weil... Oh Gott, okay, das ist richtig gemein. Das Rote hier von der Seite kommen. Ja, und wenn überall Leute mit drei Roten um einen sind, ist das auch nicht gerade von Vorteil. Oh, okay, der erste wird aber auch getroffen wieder. Dann würde ich einfach mal versuchen, den jetzt auch so seitlich zu treffen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, hat sogar funktioniert, obwohl er sogar nach außen ausgewichen ist. Also, Rote sind hier scheinbar ziemlich tödlich auf der Strecke. Naja, ich hatte auf jeden Fall Grippe, die habe ich mir eingefangen beim letzten Unitag des Semesters, beziehungsweise beim vorletzten vielleicht auch schon. Ich hatte nämlich noch so ein Blog-Seminar und da saß die ganze Zeit, also das ging halt 3 Tage, und ja, da saß ich die ganze Zeit halt neben einem, der schon rumgehustet hat und gemeint hat, dass er Fieber hat, aber das ist halt sowas, das könnte man erst in einem Jahr halt wieder machen. Und das muss man machen, bedeutet, der hat sich halt trotzdem dahin gezogen, obwohl er krank war. Und ja, das ist dann halt natürlich kein großes Wunder, wenn man sich da dann ansteckt. Zumal das ein Raum war, bei dem man nicht lüften konnte, was natürlich auch sehr geil ist, wenn man den ganzen Tag drin rumhockt. Und ja, war nie so gut. Und das Rennen lief auch nicht so gut. Ihr seht, das ist ja das Wii U-Profil, auf dem ich jetzt das erste Mal fahre. Ich habe schon ein paar Punkte geholt gehabt. Und ich habe kein Wii Wheel angezeigt. Ja, ich fahre nämlich gerade mit Nunchuck ausnahmsweise mal, weil ich zu faul war, das Wii Wheel rauszusuchen bisher. Ja, schade. Also als ich zugeguckt habe, waren es noch irgendwie 10 Spieler und auch 2, 3 9000er drin. Aber jetzt sind die irgendwie alle raus und es sind nur noch 6 Spieler mit alle nicht so guten Punktzahlen. Bedeutet, ist ein bisschen traurig. Ja, komm. Was? Okay. Wer hat mir... Also, dass mir die Wolke abgenommen wurde über 10 Kilometer Distanz, war ja sehr, sehr mysteriös. Ja, oh Gott, ey. Das geht ja richtig schlecht los hier. Es lag aber nicht am Nunchuck, dass ich hier so schlecht fahre. Darauf kann ich es jetzt nicht schieben. Zumal ich sagen muss, mit Nunchuck zu fahren ist jetzt auch nicht wirklich schwierig, auch wenn man es nie groß davor gemacht hat. Also ich bin schon 1, 2 Mal mit Nunchuck gefahren, aber eigentlich fahre ich ja mit Wii Wheel. Und ja, ich habe eben an die Wii U die Wiimotes anschließen müssen, wollen, wie auch immer. Und ich saß ungefähr eine Stunde da, nur um eine davon angeschlossen zu bekommen. Und das war wirklich schon so, dass ich mir dachte, okay, ich habe keinen Bock noch die andere anzuschließen. Und die andere ist halt im Wii Wheel drin. Und das bedeutet, Patrick ist zu faul, die Wiimote, die jetzt am Nunchuck ist, in das Wii Wheel zu stecken und andersrum. Und hier geht die ganze Zeit der Bildschirm vom Laptop aus. Ich glaube, meine Freundin hat da irgendwas eingestellt, dass der Energiesparmodus wechselt nach 2 Minuten. Das ist natürlich nicht so sinnvoll gerade. Ich hoffe mal, dass da die Aufnahme nicht irgendwie gefailt wird. Ich fahre da einfach mal durch dieses Bombenauto wieder. Vielleicht treffe ich damit irgendwen. Ah, und hier könnte man ja... Oh, so oben lang fahren, wollte ich sagen. Dann wollte ich sagen, okay, dann bekommt man ja keine Items. Ist vielleicht auch nicht so gut. Und dann fällt dieser eine Typ einfach von der Brücke und snackt mir das Item weg. Das war ganz schön gemein. Und ich glaube, auf dem zweiten könnten wir sogar schon Minus bekommen in dem Raum hier. Ah, +3 immerhin. Vielleicht kommen ja wieder welche rein. Einer immerhin. Ja, ansonsten die Grafikeinstellungen, die bin ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gefahren. Rooster Island kam durch meinen Zufall gerade übrigens dran. Wahrscheinlich wählt die heutzutage keiner mehr und kam nur deswegen jetzt dran, aber okay. Ja, ich... was wollte ich sagen? Ich habe es gerade irgendwie wieder vergessen. Naja, wird nicht so wichtig gewesen sein. Ich hoffe einfach mal, dass, wie gesagt, dass dieser Laptop jetzt nicht ausgeht. Ich weiß gar nicht mehr, was hier die richtige Route war. Ob man eher rechts lang oder links lang fährt. Ich nehme jetzt einfach mal die rechte Seite. Hat der jetzt auf 1 ist, auch gemacht? Also wird es nicht so verkehrt sein.
Ups, die wollte ich eigentlich nach vorne werfen. Ja, das sind noch so ein paar Kniffe und Sachen, die ich mit Nunchuck nicht so gut kann. Irgendwie Sachen nach vorne werfen oder auch Low Stunts, dass man da irgendwie so nach unten drücken muss. Oder nach oben, ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Das ist alles noch ein bisschen mysteriös und gewöhnungsbedürftig, aber ich werde schon hinbekommen. Der hält nur eine Fakebox hinter sich, bedeutet, vielleicht kommt die Rote ja an. Ja, wurde vom Kettenhund zerstört. Ich frage mich, wie der da innen lang gekommen ist. Das sah ziemlich krass aus. Hier hat es am Ende halt diesen Ultra-Mega-Shortcut, den man ziehen könnte, wenn man 3 Pilze hat oder mehr. Aber ich glaube, auf 2 werden wir dann nicht in den Genuss kommen. Das wäre schon sehr lucky, wenn wir da 3er-Pilze bekommen. Aber ich weiß nicht, unmöglich ist es glaube ich nicht. Ich meine, ich habe das gerade im Random-Ding gesehen. Wobei, kann man auch alles bekommen, was in diesem Random-Teil oben links angezeigt wird? Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber eigentlich wird es schon Sinn machen. Naja, naja. Der fährt mit Baby Daisy, das bedeutet eigentlich so vom Speed her, wenn wir keine Fehler machen würden, was ich hier aber die ganze Zeit mache, würden wir aufholen, aber na gut. Das wird jetzt, denke ich, nicht so das spannendste Rennen hier gerade, weil... Naja, der erste fährt so seine Lines und ich komme nicht richtig ran. Und die anderen sind irgendwie auch alle recht weit weg, bis auf den Luigi. Oh, Kettenhund, lass mich in Ruhe, dankeschön. Das wäre jetzt gemein gewesen, wäre der rausgekommen. Weil dann hätte mich der Luigi wahrscheinlich wieder gehabt. Oh, da hat jemand einen Fehler gemacht. Oder extra langsam gemacht. Um, dass ich die blaue abbekomme? Nee, ich glaube nicht. Er wollte mir aber die Bananen so reinlegen und das hat nie so gut funktioniert. So leicht lasse ich mich nicht catchen hier. Okay. Na gut, also wenn wir jetzt keinen großen Fehler machen und nicht noch eine blaue kommt, dann dürften wir das auch nach Hause fahren, was ganz nett wäre. Weil wie gesagt, jetzt sind es glaube ich nur noch 5 Spieler gewesen und wenn ich dann auf 2 lande, gibt es wahrscheinlich wirklich Minus. Ja. Ansonsten, wie gesagt, also Klausuren sind alle rum. Ich habe von einer Sache auch schon die Auswertung, die recht gut lief. Obwohl ich dachte, dass das die wäre, die am schlechtesten lief. Ja, ja. Ich bekomme bestimmt eine 6. Ah, ist doch nur die 1 geworden, so ein Pech. Nee, nicht ganz so extrem, aber so ein bisschen in die Richtung. Und ja, sonst so, ne. Habe ich dann jetzt vorlesungsfreie Zeit, in der ich aber nicht ganz unproduktiv sein werde, sondern bei meinem Vater auf der Arbeit ein bisschen mithelfen werde. So, ja, 7-8 Wochen, bis eben Semester wieder losgeht eigentlich. Und ja, dementsprechend zeitlich weiß ich jetzt nicht. Also wir haben da jetzt keine feste Regelung oder so getroffen, aber muss ich eben mal gucken, wie ich da dann hinkomme. Wie gesagt, dass keine Videos kamen, lag jetzt aber in erster Linie daran, dass ich krank war. Es war nie so schön, Fieber und das über 3 Tage lang oder so. Und ja, dann eben dieser restliche Kram, der halt noch so dazukommt, der ein bisschen nervt, aber auch nicht die Welt ist. Naja, es war auf jeden Fall sehr teuer, weil ich bei der Apotheke war 2-mal und das geht ins Geld. Oh, 8 Spieler wieder, sehr schön. Ihr seht übrigens wahrscheinlich wieder so eine leichte Änderung in der Quali, weil ich die ein bisschen runtergeschraubt habe, da es ja übelst gelaggt hat im letzten Part. So in der Mitte des Parts. Am Ende ging es dann wieder, was ein bisschen komisch ist, aber naja. Muss ich eben leider ein bisschen runterstellen, aber es sollte im Grunde genommen eigentlich trotzdem noch besser aussehen, hoffe ich jetzt einfach mal. Dass sich das irgendwie ein bisschen gelohnt hat. So, Snipe. Hat sogar funktioniert. Ich dachte, der geht voll daneben, aber... Ja, das ist immer so die Sache bei Mario Kart Wii Online, da muss man daneben schießen, um zu treffen. Und das hat ganz gut funktioniert. So, und die wollte ich nicht nach vorne werfen. Ups. Naja, nicht so schlimm gewesen. Ja. Ansonsten war ich halt auch beim Arzt. Und da ist die Sache die, ich wohne jetzt wieder da, wo ich als Kind gewohnt habe. Das habe ich ja mal erzählt. Und da war ich halt auch mal beim Arzt. Und das war tatsächlich der, das wusste ich aber nicht mehr, weil das Gebäude ist halt ein ganz neues und ich war mir nicht sicher, ob das dann halt, also ob die noch so von ganz früher die Sachen haben. Und dann habe ich da halt angerufen, wollte einen Termin ausmachen und habe so gemeint, ja, ich bin dann das erste Mal da, so, ne. Das sagt man da ja immer dazu, weil man dann manchmal so Sachen ausfüllen muss und so ein Kram. Und dann diese, ja, okay. Dann komme ich da hin, stecke meine Krankenkassenkarte da rein
Und dann kommst du, ah, sie waren ja doch schon mal hier. Und dann ich so, hä? Ach so, ja, okay, ja. Dann hat die Adresse vorgelesen und das war halt diese ganz alte. Und dann habe ich so gemeint, ja, nee, das ist nicht mehr aktuell. Und dann hat die so, ah ja, steht ja auch auf der Karte, ist die Adresse. Und dann ich so, aber Moment mal, also die, die auf der Karte steht, ist auch nicht mehr aktuell. Die habe ich bislang noch verpeilt zu ändern. Das habe ich vergessen, sorry. Und dann habe ich halt noch so eine Adresse gesagt und das hat die ganz, hat die ein bisschen verwirrt, glaube ich. Oh Gott, ich wollte ein Item haben, aber es hat nicht so gut funktioniert. Und der Buhu hat eine rote gehabt, die er zum Glück nicht geschossen hat. Oh, jetzt kommt sie. Okay. Alles safe. So, den noch ownen. Es kam keiner der beiden Red Shells an, ich glaub's nicht. Ey, die standen da völlig wehrlos rum. Und es kam trotzdem nicht an. Naja. Dritter ist noch okay. Das hier ist eigentlich eine recht gute Lackstrecke, so von Abkürzen mit Pilzen her und so weiter. Aber irgendwie in dem Rennen hat's niemand hinbekommen, da gescheit durch zu dingsen. Es gab auch recht viele Wolken, oder? Naja. Komisches Rennen. Naja, ich war auf jeden Fall schon sehr, sehr lange nicht mehr so krippenmäßig unterwegs. Bedeutet, ich habe auch so ein bisschen unterschätzt den Flüssigkeitsverlust. Also ich habe schon versucht, sehr viel zu trinken. Und als ich dann beim Arzt war, hat er aber so gemeint, ja, ist ziemlich rot da im Rachen und auch extrem trocken. Also ein bisschen mehr trinken wäre nicht schlecht. Das Ding ist, ich hatte an dem Tag, also ich hatte den Termin um 16.30 Uhr, glaube ich. Und ich habe an dem Tag schon gute 2,5 Liter getrunken, also dachte ich mir so, okay, also noch mehr, da müsste ich wirklich dauerhaft am Tropf hängen, um noch mehr reinzubekommen, aber okay. Ja, das hatte ich alles immer ganz gut im Blick, glücklicherweise. Also ich achte da generell drauf, dass ich recht viel trinke. Und wir haben hier so, also da gehabt, so 2 Liter Flaschen so mit stillem Wasser. Und da hatte ich, wie gesagt, halt schon eine geleert und dann noch 2, 3 Tees. Also dachte ich mir so, da bin ich auf der safen Seite. Aber ja, so mit Fieber verbraucht man dann doch ziemlich viel anscheinend. Hat mich selbst ein bisschen überrascht. Ja, ich weiß übrigens, dass man das Ganze hier im besten Falle anders fährt. Aber das kann ich nicht so gut. Also ich weiß so ungefähr, wie man das machen müsste. Aber so vom Sehen her heißt es nicht, dass man es dann auch kann. Deswegen gehe ich da lieber auf Nummer sicher. So, was machen wir mit den Roten? Vielleicht sollte ich die einfach behalten. Weil die wahrscheinlich sowieso nicht ankommen. Ja, vielleicht behalte ich mir eine, falls noch Blaue kommt. Und ich die dann hinterher schicken kann quasi. Und auch das hier kann man natürlich viel enger fahren. Ja, vor allem, das war nicht so gut. Cool. Ja, den Pilz hätte ich auch aufheben können natürlich, weil hier gibt es eine ziemlich, ziemlich krasse Abkürzung. Die habe ich aber noch nie probiert, bedeutet, die würde ich wahrscheinlich sowieso failen. Oh Gott. Danke fürs Mitnehmen, da wäre ich sonst reingeraten. Vielleicht kann ich sogar, ja, das funktioniert sogar, dass ich den Pilz hier mitnehme. Ich glaube, das ist zumindest ein bisschen schneller, wenn man nicht danach dann runterfallen würde. Mist. Jetzt kriegt mich die Baby Daisy da doch noch. Ich dachte echt, wir könnten das hier als Zweiter beenden, was gar nicht so schlecht gewesen wäre für die Strecke, weil die konnte ich ja wirklich so gar nicht bisher in den Videos, glaube ich. Ja, okay, ist runtergefallen, sehr schön. Ich glaube, da kann man halt so über diese Ecke springen, wenn man davor so wie so einen kleinen Sprung macht. Aber das ist mir zu riskant und hat in dem Fall ja auch dazu geführt, dass ich jetzt einen Platz gewonnen habe sogar. Weil wenn man es failt, dann hat man ein Problem. So sieht's nicht aus, Baby Daisy. Bist leider hinter mir gelandet. Naja, aber das restliche Rennen viel besser gefahren. Erstmal große Klappe. Nun gut. Dass es mit den 8000, dass den Part hier nicht klappt, das dachte ich mir schon beinahe. Aber ich glaube, haben wir Plus gemacht? Ich glaube, wir sind so ziemlich bei 0. Naja. Ein Rennen geht auf jeden Fall noch. Ansonsten bin ich recht gespannt, ob es die nächsten paar Wochenenden oder irgendwann die nächsten Wochenenden, ich weiß nicht genau wann es ist, hier nachts schlafen möglich ist, weil ja, da ist tatsächlich so, ja, wie so eine Kirmes quasi. Und das ist nicht wirklich weit von hier weg, also so ja, 200, 300 Meter Luftlinie vielleicht. Ja, 300 eher. Aber wobei, weiß ich nicht genau.
eigentlich über eine Straße und dann ist man so ziemlich da. Und da ist halt immer dann Musik abends und so ein Kram. Da bin ich mal gespannt, inwieweit man das hier vernehmen wird. Das Gute ist, dass unser Schlafzimmer zu so einer Seite raus ist, wo man das eigentlich weniger mitbekommen dürfte, aber ich denke, dass man das dann... Oh, okay. Das wusste ich gar nicht, dass man die Goombas hier killen kann. Macht schon Sinn. Aber ich frage mich gerade, ob die dann auch wirklich so eine große Hitbox haben oder ob man dann trotzdem so genau treffen muss. Und ich weiß, dass das hier riskant ist, genau. Weil man da auch in den Abgrund geraten kann. Gerade wollte ich sagen. Und dann passiert's auch. Also, oh Gott, ich mach's fast nochmal. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel cuttet. Ja, das hier ist eigentlich eine Strecke, die mir recht gut liegt. Also hier bekomme ich meistens ganz gute Platzierungen, aber jetzt gerade sieht's halt nicht so gut aus. Den Bill hebe ich mir mal noch auf für, ja, für die Pilze, wollte ich sagen, auch wenn es riskant ist, weil ich mir schon fast dachte, dass da noch ein Blitz davor kommen wird, aber na gut, ein Versuch war es wert. Schade, dass es nicht funktioniert hat. Ich mache das hier mal ganz safe, auch wenn das jetzt nicht wirklich die schwierigste Pilzpassage ist. Kann es durchaus mal vorkommen, dass man da runterfällt. Vor allem anderen Leuten passiert das hier recht häufig auf der Strecke, weswegen ich die auch wähle, weil ich kann es im Normalfall, also hier falle ich seltenst runter. Und na gut, diesmal nehme ich es ein bisschen weiter außen. Oh, ich dachte, er nimmt das Item innen. Bin deswegen so komisch gefahren. Ich habe den Goldpilz direkt eingesetzt, damit ich hier hinten nochmal ein anderes Item bekomme. Hm, im besten Falle vielleicht ein Maxi-Pilz oder so. Oh, eine Wolke, ja nice. Aber die wird mich halt hundertprozentig auch noch fertig machen. Kriege ich ein Item? Nee. Oh Gott. Ja, das ist übel. Okay, geht noch. Ja, aber wenn die hinten dran nicht runterfallen, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, dann wird das hier nämlich nochmal eng gegen Ende hin. Ja, nach außen fürs Item werde ich jetzt nicht mehr gehen. Ja, vierter. Ist nicht so gut. Ich glaube, es waren nämlich nur noch 6 Spieler. Aber okay. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir bekommen nur minus 9. Das ist ja quasi nichts. Waren auch 7. Hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Dann fahren wir vielleicht wieder die normalen Strecken. Mit Zeitfahren werde ich mir, denke ich, noch ein bisschen Zeit lassen, bis ich da wieder weitermache, weil jetzt kann ich ja wieder online spielen. Und ja, bis dann und tschüss.